Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. So, in der heutigen Folge können wir hier noch ein wenig unsere Geisterbahn oder Geisterachterbahn oder wie auch immer fertigstellen. Ah, hier können wir noch ein bisschen dorniges Zeugs drauf machen. So, jetzt muss ich erstmal die Kamera wieder sortieren. So. So, dass wir das dann hier auch mal auf die Reihe kriegen. Jawohl, so sieht's besser aus. Den können wir gerade mal auf Seite stellen. Hier würde ich jetzt gerne nämlich noch etwas Berg hochziehen. So, das Ganze muss natürlich. Ist ja schließlich eine eher tote Gegend. Move. So, hier hatte ich nämlich dann mir überlegt, könnten wir noch ein bisschen was hinbauen. Dazu brauchen wir das. Ja. Scenery. So, X. Zwischendrin können wir auch mal sowas. Es ist natürlich passenderweise oder unpassenderweise gerade dunkel. So.
So. Dim, dim, dim. Schon wird es wieder hell, das ist gut. Da bauen wir uns hier eine schöne kleine gruselige Hütte. Nein, nicht dahin machen. Noch nicht. So, den drehen wir noch. So. So, und dann hier noch. X-Satz mit X, das war wohl nix. Oder so ähnlich. Den können wir auch mal wegmachen. Da liegt nachher irgendwo mal so rum. Nicht jetzt, nachher. Building. Die ist leider zu, die Art wäre schon schön, aber leider zu groß.
Es gab hier doch mal eine, die irgendwie so unten leicht ausgefranst war. Na, die ginge schon. Genau. Aber die gefällt mir von der Form her nicht so. Nein. Nein. Zweimal nein. Ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei der hier. Ich hatte ja gehofft, dass man die noch ein bisschen umlackieren kann, aber... leider geht das wohl nicht. Machen wir das noch mal mit da rein. Schauen wir mal, ob wir das so lassen. Dach. Das können wir nehmen. Probieren wir das mal. Wobei wir das, glaube ich, auch noch besser mit Holz verkleiden. Thank you.
So. Es darf ja zum Glück alles schön windschief sein. So, die Seite dann auch noch. Soll ja schließlich ein Geisterhaus werden. So. Ne, Lampen. Machen wir Fackeln hin. Ganz, ganz wichtig. Kamin. Eigenbau. Scenery. Dum-dum-dum. Der muss Eigenbau werden. So. Jetzt drehen wir den nochmal wieder. Und dann die Seite hier noch. So. Ein schön schauriger Kamin. Der natürlich auch qualmen muss. Hoppala. Qualmen. Theorie richtig, Praxis falsch. Der muss ja hier oben rausqualmen. Ich glaube, wir brauchen irgendeine gerade Fläche.
wo wir den dran ausrichten können. Da. Jetzt aber. Genau. Und hier habe ich mir dann überlegt, kann man schön kann man gucken, wie die von hinten aussieht. Von hinten. Oh, genauso. Schade. Genau. Sowas habe ich gesucht. Das können wir dann jetzt nämlich schön hier hin machen. Und etwas nach oben. So. Und dass das von der Rückseite auch vernünftig aussieht. Ups. Ich hätte das Angel Snap reinmachen sollen. Ich mache das Angel Snap jetzt auch erstmal rein. So, jetzt kann ich sie da nämlich wirklich um 180 Grad drehen. So. Und davor kommt dann, wenn ich sie denn jetzt wieder finde. Nicht wudern. Das Ding gab es doch auch als Stein, oder? Nicht gerade in der Größe natürlich. Stuck, stuck, stuck. Ah, wobei, der geht auch. X. Schade. Der ginge, wenn ich ihn drehen könnte. Den können wir aber nehmen. So schön als Grabplatte, hoppla. So, ich denke mal, in dem Stile können wir noch ein bisschen weiter bauen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage dann jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir hier weiter basteln. Soll ein kleiner schauriger Friedhof geben, mal schauen, ob wir es hinkriegen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.